Wir haben heute Besuch von meiner ganz lieben Katze. Sie will einfach unbedingt dabei sein, wenn ich die Engelszahlen, die Vibration der Engel für euch channeln werde. Denn ganz am Ende vom Video werde ich eine gechannelte Meditation für euch machen. Und vorher möchte ich euch aber auch erklären, um was es geht. Du kleine Maus hier, was machen wir denn mit dir? Vielleicht gehst du. Mal schauen, wie das so geht. Ja, ihr seht sie halt jetzt nur von hinten. Aber das macht ja nichts. Vielleicht auch ein bisschen von der Seite. Sie begleitet mich schon 14 Jahre. Dieses Kätzchen hier, 14 Jahre. Warte mal, wir machen das ein bisschen anders. Geh mal runter. Ja, lass mal los. Lass halt mal los. So. Guck, die andere Pfote auch noch loslassen. Das wäre gut. Ja, genau. Und jetzt kannst du hier runter auf meinen Schoß gehen. So. Ja, das war ihr Auftritt. Das muss auch mal sein. Katzenhaare. Das muss auch mal sein. Und also wie gesagt, 14 Jahre begleitet mich meine Katze ständig. Und sie hat auch ganz viele Heilkräfte. Und das kommt natürlich zusätzlich immer dazu, wenn ich was mache. Und jetzt ist sie halt da. Und dann wird sie wohl auch im Channeling nachher da sein. Also, diese Haare. Also die Engelszahlen, die Vibration. Wie kommen wir über die Engelszahlen in Kontakt mit den Engeln? Die Engelszahlen erkennt man ja daran, dass sie ja auch immer paarweise oder in Dreiergruppen, also 111 oder 1111, also immer in Gruppen auftauchen. Und wenn du zum Beispiel auf die Uhr schaust und es ist 11.11 Uhr und es passiert ja am Tag noch zwei, dreimal, dass du diese 11.11 siehst, dann hat es eine Bedeutung für dich. Und zwar sprechen in diesem Moment die Engel mit dir. Und das ist natürlich ganz toll. Und warum das so geht, liegt nur daran, dass die Vibration der Zahlen die gleiche Vibration wie die Engel, also nicht die gleiche, aber so eine ähnliche Vibration wie die Engel haben. Und dadurch schicken die Engel in die Zahlen eine Botschaft, eine Frequenz für dich, die du erkennen kannst. Das heißt also, achtet darauf, was sich euch so zeigt, ob Zahlen auftauchen, ob ihr vielleicht zufällig in Anführungsstrichen, nachts aufwacht und auf die Uhr schaut und es ist 3.33 Uhr oder so. Und es tauchen dann am nächsten Tag auch noch diese Zahlen 15.33 Uhr oder sowas auf, dann hat es eine Bedeutung. Dann haben die Engel eine Botschaft für dich. Und ich habe jetzt den Hintergrund, ihr seht ja die, ich gehe noch mal ein bisschen weiter rüber, das ist so herrlich, dieser Hintergrund finde ich, das ist die Blume des Lebens natürlich, bedeutet, die heilige Geometrie und Zahlen passen ja da genau rein oder sind davon ein Teil, dieser Aufbau der Zahlenfolgen. Und also das Hintergrundbild begleitet uns jetzt auch und meine Katze durch das Video, durch meine Botschaft für euch. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass die Zahl 9 zum Beispiel steht ja für Vollendung und gleichzeitig ist die 9 auch für Lebenszyklen wichtig. Da unterscheidet man also zwischen körperlichen Zyklen, also alle 9 Jahre erneuert sich die Haut oder die Haare, sowas. Oder dann das andere, für das Leben gibt es Lebensaufgaben, Lebenszyklen. Das heißt, alle 9 Jahre haben wir die Möglichkeit, durch das Gesetz, das universelle Gesetz, über die 9 einen neuen Zyklus zu durchleben mit einer neuen Aufgabe.
Und das ist total spannend. Und vielleicht rechnet ihr mal so ein bisschen euer Leben nach und guckt mal immer, wenn 9, 18, 27 und so weiter, was dann nach diesen Altersstufen begann, was in diesem Jahresblock der 9 besonders auffällig ist oder wichtig war. Das war dann eure Lebensaufgabe für diesen Zyklus. Ja, total spannend, total spannend. Und ich erzähle euch auch mal ein persönliches Erlebnis. Das war sehr bewegend. Und zwar ging das um meinen Vater. Er lag im Sterben und wollte nicht gehen. Und da ich ja Medium bin, habe ich mit seiner Seele geredet, habe also mit ihm gebetet und habe dann zu ihm gesagt, lieber Vati, wenn du bereit bist zu gehen, dann geh einfach, du weißt doch, wir sind schon groß. Ich habe ihm das also alles erklärt, dass es alles in Ordnung ist und er uns ruhig alleine lassen kann, weil er wollte uns immer beschützen und er war der beste Vater für mich auf der Welt. Ja, es ist jetzt geht mir sehr ins Gefühl. Ich habe ihn unheimlich lieb und dann habe ich ihm das alles gesagt im Gebet. Und dann ist er einen Tag später gegangen und das war der 11.1. Der 11.1. und das hat mich um 11 Uhr, also alles einser. Und dann habe ich auch nachgeguckt, was das bedeutet und dann habe ich auch gechannelt mit den Engeln, weil das war ja eine Botschaft von den Engeln und auch gleich von meinem Vater für mich. Das heißt also, in Gedanken bin ich bei dir, bei euch und ihr beginnt jetzt einen neuen Lebensabschnitt. Alles ist gut und ich auch. Ne? Er beginnt einen neuen Lebensabschnitt. Die Seele kehrt nach Hause, ruht sich aus von dem anstrengenden Leben und wir auch auf der Erde beginnen jetzt ein neues Leben praktisch ohne ihn. Ja, also wer von euch solche Deutungen der Lebenszahl, der Engelszahlen möchte, der kann auch mal unter das Video schauen oder auch hier oben habe ich es dann verlinkt. Und zwar gibt es die Möglichkeit, dass ihr das bei mir buchen könnt. Es ist für mich damals dieses Erlebnis war dermaßen tiefgehend und aber auch gleichzeitig eine Befreiung. Ich war dann wirklich auch im Frieden und ich habe gewusst, ich habe das Richtige getan, weil so konnte er tatsächlich gehen, ohne zu leiden und es war dann okay, ne? Weil es war ja im Krankenhaus auch schon ganz schön blöd, weil ich muss ja den Ärzten praktisch erklären, dass wir also keine lebensverlängernden Maßnahmen haben wollten. Das war, hatten wir alles abgesprochen. Und das war also schwierig, das wirklich so durchzusetzen. Und dann hat sich das so, ja, mit der Seelenabsprache im Gebet hat sich das einfach, ja, wie von allein gelöst. Ja, also das zu den Engelszahlen, zu der großen Vibration, zu den Botschaften und einfach auch, um euch zu sagen, ihr seid niemals allein. Die Engel sind da und wenn es wichtig ist für euch, eine Botschaft zu bekommen, dann kommt es auf vielfältige Weise zu euch und kann sehr gut über die Engelsfrequenz, über die Zahlen zu euch kommen. So, und jetzt machen wir gleich das Channeling. Ich muss mich erst nochmal einsprühen. Ich bin, damit ich in die Mitte komme, weil ich bin noch total aufgelöst in Erinnerung an dieses Erlebnis, an dieses schöne Erlebnis letztendlich mit meinem Vater. So, also nehmen wir das Ursprungslicht mit der Ursprungsenergie, weil die Ursprungsenergie trägt ja auch eine Schwingung und die bringt mich dann auch sehr gut in die Engelsfrequenz. Ah, ich soll noch die 999 nehmen, okay. Haben wir alles da. Die 999 ist ja auch einfach toll. Und die Katze kriegt alles ab hier unten. Du kriegst es auch ab, das ist oft so. Also die 999
bringt mich dann noch tiefer in die Energien rein. Ja, ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt bei der gechannelten Meditation, bei der Energieübertragung. Und ich soll die Frequenz 999 für euch überbringen und channeln, wird gerade gesagt. Ich bedanke mich, dass ich heute für euch channeln darf. Ich bedanke mich bei der geistigen Welt, dass ich Channel-Medium sein darf. Und ich bitte um Schutz für uns alle. So breitet sich sofort die Energie des Schutzes aus und hüllt uns ein. Jetzt öffne ich meinen Kanal und bitte um die allerhöchsten, göttlichsten Energien für uns alle. Die Engel der Freude betreten diesen Raum. Es sind die Engel, welche dir Leichtigkeit und Lebensfreude bringen. Sie sind heute hier, um uns mit ihren Energien zu begleiten. Und zwar tragen sie die Schwingung von 999 heute für dich. Die Engel können jede Schwingung kreieren, so wie es gerade für dich gut und richtig ist. Und so tragen die Engel der Freude 999 in diesen Raum direkt zu dir, auch in deine Räume. Und sie legen diese Zahlenschwingung direkt vor dich hin. Es ist nun an dir, in diese Zahlenschwingung hinein zu gehen, dich einzulassen, in die Energien dich tragen zu lassen, dich hinzugeben, denn die 999 bereitet dich auf einen Neubeginn vor. Und diese Schwingung des Neubeginns trägt die allerhöchstliche Energie der Vollendung. Das bedeutet, dass du durch diese Energieschwingung in einen Zyklus eintreten kannst, welcher dich letztendlich in die Vollendung für etwas bringt, was du begonnen hast. Und so lasse dich nun von dieser Energie beschallen. Die Engel legen liebend und fürsorgend ihre Hände auf deine Schultern und sie singen und summen die Töne von 999. Es ist die Vibration der höchsten Vollendung, welche sich jetzt um dich herum legt, welche dich einhüllt, wie mit einem weichen Schal, welche dich fühlen lässt, dass die Engel bei dir sind und dass du getrost einen neuen Weg gehen kannst und dass du sicher sein kannst, dass du beschützt bist. Und so genieße diese Energie und wisse, du bist niemals allein.
Die Engel sind immer bei dir. Die Engel der Freude. Sie lächeln dich an und sie nicken dir zu, denn sie wissen, dass dir Gutes geschah. Und so komme nun langsam wieder in deine Räume, in das Hier und Jetzt zurück. Die Energie wird dich heute den ganzen Tag begleiten und achte darauf, welche Zahlen du sehen wirst, um vielleicht noch eine persönliche Botschaft zu bekommen. Ach, war das schön, war das schön. Ah, ich bin, und hier meine Katze war die ganze Zeit dabei, die Süße. Ja, ich danke euch sehr. Und ich schicke euch ganz viel Liebe, ganz viel Liebe. Ein Küsschen. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.